Welcome back to another German Food Review, and it's bucket time. The bucket from KFC. Here's Mr. Sanders, and Mr. Sanders is everywhere. And yeah, that's a special bucket called the birthday bucket. So happy birthday, Mr. Bucket, or Mrs. Bucket, whatever. Yeah, that's what you get. All right, let's get the stuff out here out of this plastic bag, because that's not so good. Okay, let me show you a picture. Here it is. Colored Mr. Sanders. So tender, so tasty, and here's the chicken, breaded chicken and pressure fried. Happy birthday, bucket. Okay, 60 years old. What should be in there? 6 hot wings and 4 filet or fillet bites, 4 crispies and 2 large fries. Yeah, no fries for me. I took the black pepper potatoes and mashed potatoes, right? So the calories aren't correct here. It's less. It's, let's say, 500 less. So 1,800 maybe. Maybe even more. Less. Quite a lot of salt, right? And protein. And a little bit of fat. Okay. Yeah. Here's the bucket. So, let's check what we got here. Yeah, very friendly employee. Very nice. He showed me, actually, the inside of this bag here. Like this here. That's what you get. Okay, yes, that's what I want, and yeah, I know it's correct, right, because he showed it to me, very good, but there we have to count the stuff what's in here, so you also get freshen up, refreshing wipes, a bunch of napkins, and even more napkins, okay, yeah, double is better, right, a lot of napkins, sour cream dip, heated up, on purpose maybe, because this one came out of the fridge. And a bill in a second, and here's the bucket. So let's see, let's take a look at the bucket. Colonel Sanders recipe, Kentucky fried chicken. It's feeling looking good, so tasty, so tender. Okay, hospitality dish, whatever. Yeah. That's it. Looks nice. That's how the inside looks like, right? A lot of breaded and pressure fried chicken. Yeah. That's a crispy, I guess. Yeah. Okay, anyway, let's do a thumbnail here. First of all, let's check out the other stuff. Here are the black... Oh, one more napkin. Good. Here are the black pepper potatoes. This stuff is much better than the regular fries. And here is a big cup of... is it on here? No. Mashed potatoes, right? Okay. And of course the spork, here's the spork. So empty bag, let's get rid of this one. Is that the same? Yes, it's the same. Okay, let's do a thumbnail and then it's eating time. I'm hungry. I'm always hungry, but I'm hungry. So go away napkins. So let's open up the mashed potatoes. Is there gravy on it? Yes, there's gravy on it. Ding dong, that will be the thumb, right? The big cup in the middle, so that will be the thumbnail. Maybe that one. Okay, yeah, first of all, if you black pepper potatoes, right? Here they are, 500 calories or so. Quite tasty stuff. Well, that's good stuff. But you have to pay 70 cents more, even if you only want one, right? That's not a fair deal. But okay, it is how it is. No surprise. It's the name on it, Marcos. Yeah, very friendly, very nice. Birthday bucket, actual price is €9.99. But black pepper potatoes, 70 cents more. But that's definitely worth it. Yeah, that's it. Kentucky Fried Chicken, Germany. Everything is correct. So. Here we go. Ooh, oh boy. Yeah. Hungry, hungry. We need food. I need food. Here we go. Good stuff. Yeah, make this the standard, man. This is really good. Okay. Just for the variety, right?
Two times black pepper potatoes would also be okay, but I thought let's go with a little bit of mashed potatoes. Here we go. Also okay, but this is better here. But yeah. Take what you like. So let's get to the chicken stuff. There should be in there 6 hot wings. Is that a hot wing? No, that's actually a filet bite. That's a huge one, almost a crispy, right? It looks like the filet. Oh, that's a smaller one. With a little bit of breading missing. That is definitely a wing. And here's the filet bite. And a few wings. Yeah, you can count if you like. Let's start to eat. Quite stable. Here we go. Yeah, KFC flavor. Okay, breading missing. Very salty, very tasty. Yeah, what's your favorite? KFC doesn't offer that much stuff, right? It's always the same, actually, wing, crispy, fillet bites, and maybe a burger, but there's only a piece of chicken on it. But yeah, what is your favorite? My favorite is this here from the flavor point of view. Here we go. Oh, no box, but I can throw the stuff in. Oh boy. Okay. Yeah, this is nice and hot. The perfect amount, I would say. That's really nice. That's really good. Black bone. Sorry, hit the camera. Too greedy. Too greedy. Here we go. And no, I won't eat the stuff here from the outside. Forget it. Oh boy. Look at this here. Meat growth out of the bone. Disgusting. But tastes good. So, comparison to crispy. I'm not sure why the crispies look that light or pale. They should more look like this here. Why is that? No idea. Here we go. Oh, something is missing here. It's still tasty chicken, but even the filet bites are more spicy. Wow. You can see the black spots, seasoning or pepper or something like that. And that's definitely missing here. So, today, crispy last place. This here second. Now there's quite a lot of salt in it. Okay, 4 filet bites. Okay. The first place is this here. Oh, that's just a mini wing. Yeah, I have no idea how they count the calories. Because sometimes you get a wing like that. And sometimes you get a baby wing like that. Here we go. They're just averaged, but if you're lucky, you get a lot more calories out of it. Here we go. Nice. Yeah, there's also more fat in it, 100%, because it's even more creamy than the rest. Actually, the crispies aren't that creamy. This here's creamy. Okay. Black pepper potatoes. Snack. I have no idea why this stuff tastes good and the fries are terrible. It's also just potato and I think it's the same fat, is it? Well, this is good here. Yeah, you can eat it without the dip. You don't need the dip actually. But you get one. And it's not that bad. Hungry. Yeah, this is good stuff. This here is it's not super awesome, but it's okay, right? And this here is actually quite good. But yeah, this is the best here. If you don't know KFC,
You want something and you like it a little hot? Go for the hot wings. Here we go. I want the hot crispy. Please, KFC, make it possible. Yep, dead wing. Sorry. I think there's something missing. Looks a little pale. Here we go. But it's still tasty chicken, but not as tasty as the other stuff. Four crispies. One. Two. Three. Okay. And those are the filet bites, or fillet bites. Fillet bite. Two, four. Okay. Everything is correct here. Yeah, the perfect order. That's how it should be all the time. Right? Sometimes you get a little more, that's good. But less is not good. You should never get less than you have ordered. Here we go. Yeah, it's just nice here. So this is, I'm not sure, is that correct or is that correct? I don't really know, but this here is much nicer than this here. Yeah. Hot crispy, please. Or spicy crispy or whatever. Ah, here's the, here's the wing. Disgusting eating experience, but if you close your eyes, well, let's just do it, right? So, but I can't see it, so I have to look through the camera and I have to look at that bone here. I'm a wimp, I know. It tastes so damn good. Yeah, it's finger licking good, man. Tender, yes. Tasty, yes. Everything is true, actually. So one more crispy here. Oh, it burns a little bit. Not too extreme, right? It doesn't kill the flavor. This is just nice. Here we go. Now I think there's something missing. The rest is much more spicier. More salty and so on. This here is just, it's not even really really crunchy or crispy. It's just chicken, it's nice, but not sure. I want a more seasoned one. Here we go. Good. Good chicken, man. I mean. Okay. Three rings already. Yeah. Oh. It's just a small bucket. There's an even larger one. Best of bucket. It's almost the same, just with chicken pieces. I don't really like those chicken pieces. That's too much meat. Right. This here is a good snack size. But yeah, leave a comment if I should review the other one. Here we go. Or hit the thumbs up button. Maybe 400 thumbs up. Equals best of bucket. What do you think about that? Here we go. Yeah. This here is definitely more than 100%. Very good stuff. Just tasty, nice consistency. This is okay, it's not a must. My favorite are the hot wings, 110 easily. I'm not sure why, but it's just a very, very nice flavor and so nice and creamy. This here is maybe a little more than 100%, it's quite tasty. And this here is a solid thumbs up to today. Chicken is okay, nothing wrong with the chicken here. But the breading is somehow, I don't know, not really crispy, not really seasoned. Maybe it's the wrong breading. Whatever, it's good stuff, right? And this here is also a thumbs up. Also quite tasty. Here's a piece. Here we go. Okay, one more bite. Sorry, Germans. Mm-hmm.
I love the hot wings. Kentucky Fried Chicken Birthday Bucket. Should I sing happy birthday? No. No, I won't do that. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt KFC. Und zwar ein Geburtstagsbucket oder Birthday Bucket. Und ja, das sieht so aus. Schönes Design. Aber okay, ist nur eine Bucket. Sieht trotzdem ganz schick aus. Kentucky Fried Chicken, it's finger licking good. Ja, man kann seine Finger ablecken. Soll ich mal machen? Here we go. Und dann steht noch drauf, so tender, so tasty. Ja, es gibt auch noch mehr Sachen, die da drauf stehen auf den anderen Buckets. Und das ist alles wahr. Würde ich unterschreiben so. Das hier, keine Ahnung. Das kann ich nicht beurteilen. So, hier ist noch ein bisschen was übrig. Ich habe genau aufgeteilt. Dazu gibt es eigentlich normale Pommes. Also sind im Preis mit enthalten. Aber man kann auch Black Pepper Potatoes nehmen. Und das würde ich jedem empfehlen. Die Dinger hier sind einfach ja, viel, viel besser als die Standard Fries. Wie auch immer. Hier ist das Zeug. Okay. Und ja, der Bucket wird 60 Jahre alt. Und da sind, das ist hier auch Blödsinn, 6 knusprig scharfe Hot Wings. Das Schaf könnte man noch streichen. Wie auch immer, davon sind 6 Stück drin, waren auch drin. 4 zarte Filet-Bites waren auch drin und 4 Crispies waren auch drin. Und 2 große Portionen, die habe ich nicht genommen. Wie gesagt, ich habe das hier genommen. Man muss eigentlich 70 Cent mehr bezahlen, auch wenn man nur eine nimmt. Denn dieses andere ist Kartoffelpüree. Das hier ist nicht so super awesome, but das kann man so zwischendurch dazu snacken und schmeckt auch besser als die Pommes. Ja, dazu gibt es noch einen Sour Cream Dip. Kalorien, ja, das stimmt natürlich dann hier nicht mehr, denn man kann es nicht ändern. Das sind immer nur doppelte. Aber wenn ihr das mit Pommes nehmt, dann wären es über 2300. Aber meins ist so 500 weniger oder so. Auch ein bisschen Fett weniger natürlich. Denn Kartoffelpüree hat nicht so viel Fett wie die Pommes. Salz ist in Ordnung. Ja, ein bisschen Fett, okay. Bezahlen tut man dafür 10 Euro eigentlich, wie gesagt, plus 70 Cent für die Black Pepper Potatoes. Also 10,69 Euro. Alles drin? Ja, und diesmal hat der Kollege, hier ist die Adresse und das war wahrscheinlich Markus. Diesmal hat der Kollege mir auch gezeigt, das ist, was du bekommst hier, so, hat er aufgehalten. Aha, okay, jetzt hingen dann natürlich die toten Wings drin. Aber man konnte reingucken, okay, da ist einmal zumindest eine Packung drin und einmal das hier, sehr nice. Und beim Bucket stimmt auch alles so. Das ist auf jeden Fall sehr gut gewesen. Okay, lass mal naschen hier. Ja, das sind Crispies. Ich weiß nicht genau, irgendwie sehen die Crispies in letzter Zeit nicht mehr so nice aus. Viel zu bleich und kein Gewürz drin. Vergleich das mal mit einem Filet-Bite. Der sieht viel gewürzter aus. So schmeckt er auch. Ich weiß nicht genau. Here we go. Manchmal ganz nice. Aber hier hauen sie irgendwie jetzt mehr Salz rein als sonst. Hm. Typischer KFC-Geschmack. Sollen wir das hier mal kosten? Schmeckt auch gut. Aber irgendwas fehlt, glaube ich. Ist auch nicht so richtig knusprig und die sind noch nicht alt. Das Hühnchen schmeckt trotzdem sehr lecker. Und das hier ist sehr angenehm zu essen. Man kann einfach reinbeißen, ohne dass man irgendwo raufbeißen kann. Allerdings gibt es heute nur Mini-Wings. Ja, manchmal gibt es so eine Wings. Größe. Und manchmal gibt es so Wings. Ja. Hier, so sieht es aus. Here we go. Ja, und das schmeckt noch besser. Das andere Zeug ist gut. Auf jeden Fall. Aber das hier ist für mich das Beste von KFC. Ist so cremig, fettig und es schmeckt einfach lecker. Allerdings kann ich da nicht alles aufessen. Here we go. Ja. Tot. Naja, die Wings sind einfach. Wenn ihr es ein bisschen scharf mögt, würde ich auf jeden Fall, und ihr kennt KFC nicht, würde ich auf jeden Fall die Wings empfehlen, wenn ihr einfach nur leckeres Chicken haben wollt, dann gehen die Crispies hier. Und irgendwie sind die hier ganz schön würzig heute. So, wenn ihr ein bisschen Chicken mit etwas würzigem Geschmack haben wollt, nehmt das hier, Filet-Bites.
Aber es schmeckt alles. Auch die Dinger hier, here we go. Den Dip kann man nehmen, muss man nicht, here we go. Und überall ist Mr. Sanders drauf. Überall. Ist auch auf dem, ja, auch hier ist er drauf. Kartoffelpüree mit Gravy. Ja, kann man auch nehmen. Schmeckt einfach wie Kartoffelpüree. Nichts Außergewöhnliches. Aber okay, gewöhnt man sich anscheinend dran. Und ist auf jeden Fall besser als die Pommes. So, jetzt haben wir hier noch welche snacken. Black Pepper Potatoes, die sind richtig gut. Für die Arbeit. Habe ich jetzt schon beide Filet? Ne, das ist noch ein Filet. Ja, alles korrekt drin hier. Nichts falsch. Also nähen hier. Es gab auch noch eine Armee an Servetten. Guckt euch das mal an. Sehr schön. Ein Wing. Here we go. Das schmeckt einfach lecker. Sieht aber doof aus. Man kann die Augen zumachen, kann ich aber nicht machen, weil dann sehe ich nichts mehr. Und ich muss durch die Kamera gucken. Here we go. Ah, schmeckt lecker. Mein Bauch, der ist tot. Leichter zu halten. So, was haben wir noch? Ein Wing, ein Filet-Bite und einen halben Crispy. Erstmal zuerst den Crispy, denn der ist am laschsten. Ja, ist trotzdem ganz leckeres Chicken. Here we go. Dann als Erfrischung. Black Pepper Potatoes mit Sour Cream Dip. Und hier ist auch noch was da. Here we go. Es gibt noch einen anderen Bucket, Best Of. Ist aber fast der gleiche. Da sind allerdings noch zwei oder drei oder so Hähnchenteile mit drin. Weiß ich nicht so genau. Hähnchenteile mag ich nicht so, die sind so groß, da ist zu viel Fleisch dran. Hier ist mehr Panade dran. Here we go. Mmh. Oh, schmeckt lecker. Ja, und wundert euch nicht, 6 oder so reichen davon schon. Die Teile sind wirklich sehr fettig. Seht ihr hier? Hier. Ihr könnt auch 9 nehmen, aber nehmt keine 20. Here we go. Schmeckt lecker. Oh, was ist denn das? Nee, hier. Und jetzt haben wir noch ein Filet-Bite. Waren die nicht mal rund? Irgendwie sind die talerförmig. Wie auch immer. Here we go. Ja, und wenn ihr Getränke haben wollt, müsst ihr 3 Euro extra bezahlen. Nee, danke. Außerdem kann ich keine 2 Getränke transportieren. Oder will ich nicht transportieren. So, Ratings.
Mehr als 100%. Die sind sehr lecker. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Black Pepper Potatoes. Daumen nach oben. Kann man nehmen. Das Schlechteste. Schlechteste hiervon war gar nicht schlecht. Aber auf den letzten Platz kommen die Crispies. Irgendwie hat da die Gewürzmischung gefehlt. Trotzdem Daumen nach oben. Dann kommen die Filet Bites. Die bekommen etwas mehr als 100%. Sind lecker. Dann kommen die Wings. Die sind 110. Sind meine Favoriten. Und der Dip hier, ja, kann man nehmen. Ist auch so ein Daumen nach oben. Muss man aber nicht. Man kann die auch ohne essen. Here we go. Und nochmal einen Daumen nach oben für den Service. Der war heute gut. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.